So viel Obst habe ich noch nie gegessen. Das ist wirklich das beste Lied, das es gibt. So Leute, wir sind jetzt angekommen in Steinwerder. Es geht jetzt auf Aida Nova. Und ich dachte mir, ich mache mal einen Daily Vlog. Wenn es euch gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Sowas in der Art habe ich noch nie gemacht, deswegen let's go. Es geht jetzt Koffer wegbringen. So, wir sind jetzt durch den Check-in. Hier läuft schon Musik. Hier kann man diese Fotos machen, wenn man möchte. So Leute, wir sind jetzt an Bord. Jetzt sind wir schon mal im Kabinengang. Mal schauen. So, unsere Kabine ist jetzt auch schon frei. Es ist gerade mal 11.10 Uhr. Und die Kabine könnt ihr jetzt auf Instagram sehen. Da heiße ich genauso wie hier Josili. Schaut einmal vorbei, die Roomtour ist jetzt online. Oh, die Koffer sind natürlich noch nicht da. Aber ich lese mir jetzt erstmal die AIDA heute durch. General Manager ist Lars Rieke. Der Jens ist heute abgestiegen und der Michael Schmidt ist jetzt drauf. Schauen wir doch mal, wann es Essen gibt. 12 Uhr. Oh, noch 50 Minuten warten. Marktrestaurant macht um 12 Uhr auf, bei der Nummer 32. Hier ist um 12 Uhr 15, Yachtclub um 33, Verlegung ab 13 Uhr, Westberger zieht 12.30 Uhr, Voraus 13 Uhr. Und ab 12 Uhr ebenfalls geöffnet, Döner und scharfe Ecke. Geil. Gucke ich mir jetzt das Programm an. Stell ich mir hier hin. Oh, ich habe das vergessen zum Hinstellen. Nein, ist das schlimm. So, schauen wir doch mal. Meine Lieblingsshow kommt heute, AIDA Stars Shine. Und heute Abend ist Servus Brauhaus. Um 21.30 Uhr fängt sie an. Ja, auf AIDA Prima war es erst um 22 Uhr, da schlafe ich nämlich schon. Aber 21.30 Uhr ist super. Schauen wir mal, was wird. Ja, so, da es Winter ist, ist die Hängematte im Schrank gewesen. Wie mache ich das jetzt? Ich bin Profi. Nicht. Hält es? Hält. Jetzt kann der Urlaub starten. Wir haben es gerade 11.35 Uhr und die Koffer sind gekommen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Koffer auspacken. Ihr wisst, der Urlaub startet nicht, bevor mein Koffer ausgepackt ist. Genau. So, wir waren jetzt essen und was trinken. Ich habe eine AIDA Limonade getrunken. Das einzige Getränk von der neuen Barkarte, was mir wirklich gefällt. Die anderen muss ich noch ein bisschen testen. Ihr wisst ja, ich liebe den Summertime, den gibt es ja nicht mehr. Aber zurück auf Kabine. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Dankeschön an das AIDA Social Media Team. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und wir werden uns gleich erstmal snacken und anstoßen nachher beim Ablegen. Wie schmeckt's? Lecker. Lecker. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist Dragonfruit. Drachenfrucht. Sieht aber nicht so drachig aus. So viel Obst habe ich noch nie gegessen. Das ist wahrscheinlich den Jahresvorrat, ne? Mhm. Den ich gekriegt. Mhm. Mhm. 20 Jahresvorrat. 20 Jahresvorrat. So, wir gehen jetzt zur Seenotrettungsübung, Leute. Da. Ja, Deck 7. Das ist von 12 auf 7. Können wir laufen? Ja. Aber ich sehe gar nichts. Wo ist denn meine Karte? Hier. Hab ich. Einmal Karte abscannen lassen, das war's schon. Jetzt zurückbringen und dann machen wir einen Schiffsrundgang. Also ich führe den vor. Also Leute, die Kunst ist es nicht, die Weste anzuziehen, sondern hier ordentlich zusammenzufalten. Diese Bar kann ich euch empfehlen, die Tokyo Bar. Da gibt es special Getränke, die es in anderen Bars nicht gibt. Ja, hier haben wir den Hotpot. Hier haben wir das Sushi-Haus. Voll schön. Ja, hier geht's weiter mit Teppanyaki ist hier. Magst du das? Was? Nein, esse ich glaube ich nicht. Das East Restaurant. Das ist gratis. Das Buffet, aber halt so East-mäßig. Esse ich halt nicht. Hier esse ich gerne Frühstück, weil es immer leer ist.
Leute, eine Sache, die ich liebe, wenn man früh ein Check-in hat, sind die meisten Kabinen halt einfach noch so offen. Und da kann man einfach reingucken. Und ich finde es immer so interessant, in andere Kabinen einfach reinzugucken, wie zum Beispiel hier. Ja, voll geil. Hier auch eine Innenkabine zum Beispiel. Jo. So, ich habe jetzt wieder Hunger. Es ist 16 Uhr und bis 16.30 Uhr hat Best Burger at Sea offen. Das heißt, wir versuchen jetzt da einen Platz zu kriegen. Und wenn nicht, bleibt es halt nur der Döner oder die Currywurst. So Leute, wir sind jetzt im Best Burger at Sea. Hallo. Was ist denn der? So, I want to have one cheeseburger, please. For you? Ein crispy chicken burger. No. Yes. Chicken and cheese, Leute. Habt ihr das gehört? Leute, nix geht wie bei einem schönen Abendspaziergang auf dem Schiff, ne? Wir legen gleich ab. Da sind irgendwie noch Schiffe im Weg. Ich gucke gerade den Livestream auf YouTube von Hamburg Hafen Live. ja, schauen wir mal. Das schon geht an. Sail away, sail away. Das beste Lied, das ist wirklich das beste Lied, das es gibt. Es ist gleich 19 Uhr. Das heißt, renn bitte nicht so schnell. Das heißt, es geht zu meiner Lieblingsshow Shine. Aida Stars Shine. Gleich im Theatrium. Und dann machen die Tänzer so dieses. Das werdet ihr gleich sehen. Leute, wir waren um 19.40 Uhr schon. Nee, um 18.40 Uhr schon hier. Weil ich wollte erste Reihe sitzen, auf Deck 6 oder auf Deck 7, aber alles voll. Dafür sitzen wir auf Deck 8, erste Reihe. Und ja, der Blick ist okay. Ich war gerade im Shop, da gibt es so viele neue Sachen, ich gehe noch mal rein dann, aber ja, aber ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber ich gehe noch mal rein und ich kaufe dann noch mehr. So, wir sind jetzt in der Tokyo Bar und hier ist es noch relativ ruhig, obwohl das Schiff ausgebucht ist, deswegen mein Geheimtipp, wenn ihr Ruhe braucht, geht zur Tokyo Bar. Ja, ich nehme jetzt so einen Rosato Hibiskus Spritz, das ist echt lecker. Ich probiere jetzt hier, was hast du, Whisky sauer? Ich habe noch nie Whisky getrunken, Leute. Das ist gar nicht meins. Aber für die Whisky-Leute soll es sehr, sehr lecker schmecken. Leute, ich bin wieder zu Hause und ich habe das Ende nicht mitgeblockt, weil ich dachte, ich lade es eh nicht hoch. Aber ihr habt abgestimmt auf Instagram. Ihr wollt es trotzdem sehen. Ich hoffe, euch hat dieser Daily Vlog gefallen. Es ist kein professioneller Vlog. Falls es jemand denkt, ist einfach nur just for fun gewesen. Ja. Falls ihr mehr solche Daily Vlogs wollt, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, dann sehe ich das. Und ja, wie gesagt, das Video war nur just for fun.